Damals war ich etwa 7 Jahre alt. Meine Eltern haben sich geschieden, als ich 4 war. Also bin ich bei meiner Mutter geblieben. 3 Jahre später, als meine Mutter wieder heiratete, zogen wir aus unserer kleinen Wohnung aus und mieteten ein größeres Apartment. Es war einfach traumhaft und hatte ein riesiges Wohnzimmer, das ohne Tür mit der Küche verbunden war, sodass ich in das Innere der Küche sehen konnte, während ich im Wohnzimmer saß. Als wir unsere erste Nacht in der neuen Wohnung verbrachten, beschloss ich abends im Wohnzimmer zu bleiben und vor dem Schlafengehen etwas fernzusehen. 1 oder 2 Stunden später wurde ich schließlich müde und begann einzunicken. In dem Moment, in dem ich einzuschlafen begann, hörte ich Geräusche aus der Küche. Es schien, als würden sich Schränke öffnen, die Teller umhergeschoben und Messer geschärft werden. Zuerst dachte ich noch, dass meine Mutter dort wäre. Aber als ich die Augen öffnete und mich umdrehte, war da niemand in der Küche. Also ging ich in die Küche und als ich das Licht einschaltete, war alles an seinem Platz. Irgendwie versuchte ich wieder einzuschlafen, aber immer wieder wachte ich auf. Ich wurde von fürchterlichen Albträumen geplagt. Manchmal bat ich meinen Stiefvater, bei mir zu bleiben, bis ich einschlafe. Aber er hört keinen Lärm aus der Küche und hat mich nicht sonderlich ernst genommen. Nun, es ging so weiter, bis wir anfingen, etwas Seltsames im Wohnzimmer zu riechen. Es war anfangs gar nicht so schlimm. Aber mit jedem Tag wurde der Gestank immer schlimmer. Es roch, als ob etwas verrottete. Wir stellten das ganze Haus auf dem Kopf, um die Quelle zu finden, bis wir merkten, dass sie von der Mauer kam. Schließlich dachten wir alle, dass etwas wie eine Ratte oder so innerhalb der Mauern starb. Also bezahlten wir jemanden, der das Ding da rausholen konnte. Aber was er sagte, war ein Schock. Es gab gar keine Lücke in der Wand. Es war alles mit Ziegelstein zugemauert. Außerdem war das Einzige, was sich hinter der Mauer befand, die Außenseite. In diesem Moment erinnerten sich meine Eltern an die Geräusche, die ich gehört hatte, und an die Albträume. Sie baten einen Priester um Hilfe, der für das Haus beten sollte, und als er bei uns ankam, betete und verteilte er etwas Weihwasser im Haus. Aber es schien nichts zu bewirken. Ein paar Wochen später bekam meine Mutter Wehen und mein kleiner Bruder wurde geboren. Er heulte so sehr in seinem Schlaf, dass sich sein Gesicht oft blau und rot färbte. Nachts zu weinen ist normalerweise ein übliches Verhalten für Babys, aber das war ein Extrem. Meine Eltern hatten beide Schlafmangel und das Wohnzimmer stank immer noch nach Leiche, sodass ich im Büro meines Stiefvaters schlafen musste. Wir konnten es nicht mehr aushalten, also baten wir am nächsten Tag eine Hellseherin um Hilfe. Als sie unser Haus betrat, lief sie mit einem dieser Aromastöcke herum. Der Rauch war gräulich weiß, als sie von Zimmer zu Zimmer ging. Aber sobald sie das Wohnzimmer betrat, wurde er pechschwarz. Dann begann sie, einige Gebete und Zaubersprüche aufzusagen und erzählte uns, dass jemand in dieser Wohnung getötet wurde. Sie sagte auch, dass sich diese Geister mit unserer Anwesenheit unbehaglich fühlen und vor allem mögen sie die Kinder nicht. Dann zeigte sie auf mich und meinen kleinen Bruder. Nachdem sie unser Haus verlassen hatte, waren wir alle so schockiert, dass meine Eltern den Vermieter anriefen und fragten, was sie zu diesen Ereignissen gehört hatten. Zu unserer Überraschung gestand er, dass da etwas dran war und entschuldigte sich dafür, uns diese spukende Wohnung zu einem sehr günstigen Preis gegeben zu haben. Danach zogen wir aus und diese paranormalen Aktivitäten haben wir nicht mehr erlebt. Allerdings löste diese Erinnerung heute noch bei mir Gänsehaut aus.